Hallöchen und herzlich willkommen zu Part 29 von Unepic. Ja, im letzten Part haben wir ja Gott sei Dank diesen Boss da besiegt und haben jetzt Schlüssel zur Bibliothek erhalten. Auch dort wird es wahrscheinlich neue Händler und so weiter geben. Also wird wahrscheinlich nochmal sehr erfolgreich, hoffe ich doch mal. Rolle der Rückkehr, teleportier dich zur Person, von der du die aktive Aufgabe bekommen hast. Die benutzen wir doch mal. Wunderschön, ah, der Typ da, genau. So, alle Pflanzen wurden gedüngt, du hast wohl nichts, um diesen Gestank loszuwerden, oder? Jetzt? Fliegende Pflanze? Ah, ist auch ein Begleiter, oder was? Nehme ich mal an, oder? Ich werde mal gerade sortieren. Ja, ist ein Begleiter, der noch lebt, erscheint nur mit halber Lebensenergie, entzieht Gegnern Lebensenergie, um seine eigene aufzufüllen. Ist seine eigene Lebensenergie voll und du bist verletzt, überträgt er es etwas Lebensenergie auf dich. Aha. Oh, cool, oder? Die hole ich jetzt einfach mal raus, rufen wir mal und lassen wir mal so neben uns rumfliegen. Macht die dann auch Schaden und den ganzen Kram? Gucken wir uns mal an, was passiert. Wie entzieht die den Gegnern Lebensenergie? Das ist halt die Frage, wie passiert das Ganze? Oh, nervt nicht. Ah, so, doch. Hä, aber sie nimmt schon Schaden. Die ist jetzt auch vergiftet und geht down, oder was? Och nee, ist nicht wahr, oder? Oh Gott. Ich hab's verbockt, oder komm, sag's mal. Natürlich habe ich verbockt, die geht down. Ach, shit. Ach, das ist so schlecht. Das ist so schlecht. Das war dann mein Begleiter und ich bin auch kurz vom Down gehen. Ah, nee, was mache ich? Ganz schnell zurück, das da war grottenschlecht. Ah, stimmt, hätte ich meinen Begleiter so auch geheilt. Oh, komm, ey, Leute, das da ist grottenschlecht. Oh je, oh je, oh je, oh je. So, komm. Was mache ich da? Oh je, oh je. Oh je, oh je. Ach du Scheiße. Ja, hier dran können wir halt auch erkennen, wie weit wir eigentlich in dem Spiel sind. Oh je, oh je. So, auf jeden Fall kann ich jetzt... Was wollte ich machen? Da oben gab es ja noch die eine Situation, wo wir diesen Yoda-Typen da auch gesehen haben, wo er da irgendwo rumstand, wo ich da runtergejumpt bin. Wisst ihr, wo ich gefailt habe? Das möchte ich mir noch einmal genauer ansehen, was da los war. Und mal gerade noch hier die Heilungssachen und Pfeile und so weiter mit. So, grüner Schleim und wir haben mal grüner Schleim. Jo, ne, super. Bringt mich nicht so voran. Ja, hab jetzt nicht wirklich was Besonderes bekommen. Ja, jetzt haben wir eigentlich eine ganz gute, ich glaube, das war schon eine ganz gute Geschichte, das mit der Pflanze da. Aber ja, die ist halt auch schlecht gegen Giftgegner, hat man ja jetzt deutlich gesehen. Die brettert dann nach vorne, kriegt Schaden ab und wundert sich dann auch noch. Also ist praktisch doppelt dumm gelaufen. So, nein, 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 grottenschlecht. Ah, der Treffer zählt trotzdem, okay. Das brechen das Spiel trotzdem weiter, das ist cool. Das macht nicht jedes Spiel. Das finde ich cool. So, machen wir hier mal ein bisschen Damage. Bam, bam, bam. Und nochmal bam. Wunderschön. So, jetzt müssten sie aber down gehen, sag ich mal. Ja, sehr geil. Was war das hier eigentlich? Achso, das haben wir schon geöffnet. Ja, irgendwelche Sachen, die ich noch gefunden habe. Neue Waffen und so. Da oben ist noch ein Emerald oder irgendwas in der Art. Dieb, geh mal nicht auf den Sack. Dieb, 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 Dieb. Bleib, wo du bist. So, kleiner Rubin. So, und da war das da oben. Ja, klar, muss ja da oben gewesen sein. Ich glaube, noch eins nach oben. Da war dann die komische Tür da. Ja, genau, hier oben ist die Tür. Dort müssen wir nochmal hin. Da hinten habe ich ja eigentlich alles gemacht, soweit ich das weiß. Nehme ich mal an. Ja, wir müssen nochmal hier oben durch. Dann probieren wir das jetzt mal. Ja, ja, Bogenschütze nervt nicht. Komm, Konso! Alter, das ist nicht wahr. Ah, oh, komm. So, Gott sei Dank dreht er sich immer nochmal saudämlich um. Danke, dass du so doof bist. So, Pfeil, Bogen, Dingens. So, verkaufen muss ich jetzt nicht. Das kann ich mal aufsparen, bis ich zum nächsten Händler komme, oder? Naja, so viel Platz. Naja, komm, das wird schon klappen. So. Natürlich klappt es jetzt nicht. Das ist ja logisch, ne? Es ist ja auch ganz klar, wenn man sowas macht, dann funktioniert es nie. So, wo muss ich hin? Da hinten muss ich hoch wieder. Komm, dann machen wir den hier. So, bam, bam und nochmal bam. Stirb. Wie viel Mal kann ich noch schießen? Noch 5 Mal. Hey, da freue ich mich aber. So, gehen wir mal weiter. Und, ja, komm, da lass mal halt kommen. Dass der auch mal nochmal Erfolgserlebnis hat. Genau wie die Typen da oben. Da hole ich mal auch einen von hinten weg. Hey, Wahnsinn. Ja, wenn wir gerade schon mal da sind. Warum nicht? So, Schuss ins Nichts. Schuss ins Nichts. Sehr schön und hoch. Wunderschön. So, passiert nichts. Münze gesammelt. Ach, der Typ kommt nach. Ach, gut, okay.
Ja, super Timing. Super Timing, ole ole. Ah, schlecht, eh. So, und jetzt sind wir an der Stelle hier, wo ich da so Quatsch gemacht habe. Ah, hier ging es sogar noch nach unten. Ah, und da wäre der Yoda-Typ. Ah, okay. Argument. Da ist die Yoda-Mann. So. Sei gegrüßt, Junge. Außenseiter. Was? Grüße, alter Mann. Was tust du alleine hier? Ich meditiere fernab der Grausamkeiten dieses Ortes. Und über was meditierst du hier? Wie ich das Buch der Weisheit erlangen kann. Seit langem ruht das Buch in dem Loch. Ich kann es nicht bergen, da meine Knochen mich kaum aufrecht halten. Was ist das Buch der Weisheit? Ist das ein magischer Foliant, der seinem Leser Weisheit gewährt? Es ist ein magischer Foliant, der seinem Leser Weisheit gewährt. Ich begehre das Buch schon lange. Junger Mann, du siehst agil und stark aus. Es sollte einfach für dich sein, an dem Seil hinabzuklettern und das Buch zu holen. Was? Hast du all die Stacheln in dem Loch gesehen? Es zu versuchen wäre Selbstmord. Hast du Erfolg, gebe ich dir 100 Münzen, alles, was ich habe. Ich weiß nicht. Aha. Ach so, so ist das gemeint. Okay, ich habe also nur die Wahl am richtigen Punkt hier. Ach du Scheiße. Ihr wisst, was das hier wird, oder? Oh Gott. So, also müssen wir erstmal das Ding da hinten down machen. Irgendwann muss ich jetzt machen, was Sinn macht. So, natürlich ist jetzt bitter, wenn ich das jetzt umsetze, dass es hier wahrscheinlich nicht funktioniert. Und dann, wo setzt der mich wieder hin? Das ist die andere Frage. Kann ich das irgendwie speichern, wenn ich den Raum neu betrete oder so irgendwas? Das werde ich gleich mal machen, wenn ich die Gegner hier besiegt habe. Und dann hoffen, dass das funktioniert. Wahrscheinlich ist das auch noch so ein Unepic-Ding-Erfolg. Nehme ich doch mal stark an, oder? Hier, das Buch der Weisheit. Klingt mal böse danach. Komm, ich mache erstmal das Nest da kaputt. Bevor da als Neue kommen. Ist ja schön gut für die Erfahrungspunkte, aber hier kann ich es jetzt gar nicht gebrauchen. So, komm, stirb. So, komm. Down machen. Stirb, du doofes Ding. Du dummes Ding. Ja, genau. Dann der komische Stachel da vorne noch, den ich gar nicht töten kann. Oder kann ich ihn auch down machen? Naja, das sind schon einige Pfeile jetzt schon durchgeflogen. Komm, ey, was ist da mit dem Ding jetzt? Ah, muss ich echt mit Feuer noch was machen? Ah, ne, gut, okay. So. Jetzt kein Quatsch, komm. Das muss einfach mal beim ersten Mal funktionieren. Einfach so von der Einschätzung her. Ein bisschen ist man noch nach vorne geflogen. Ich kann mich ja daran erinnern, als ich das letzte Mal hier an der Stelle gefailt habe. So, ein bisschen ist er nach vorne geflogen. Wunderschön. So. Triff. Jawohl. Wenn sie gerade ausfliegen, ist das immer wunderschön. Jawohl. Der sitzt doch. Der ist zu weit weg, das gibt's doch nicht. Ah, leck mich doch am Arsch, ey, das gibt's doch nicht. Ah, jetzt triff doch mal. Jawohl, aha. So, und den noch, komm, den einen. Der wird's ja nicht näher verbocken, ich will jetzt nicht, genau, so. Und jetzt gucken wir uns an, wo ich da runterjumpen muss. Auf welcher Höhe ungefähr? Ich würde sagen, ungefähr bei der zweiten Pflanze muss ich nach unten drücken. So ungefähr. Ui, ich ahne Böses. So. Wann muss ich drauf? Jetzt vielleicht? Nein! Ah, leck! Komm, sagt's mal. Och, nö, Leute, oder? Setzt der mich so... Ah, ne, gut, okay. Komm, wir versuchen's einfach nochmal. Ah, okay, es muss oben sein. Gut, alles klar. Die Quest kann ich mal später noch holen. So, komm, wir probieren's jetzt einfach immer wieder. Ah, shit, ey. So, das Ding muss oben sein, wenn ich dran springe. So. Und Feuer. So, und los geht's. Nein, schon wieder falsch. Einfach festhalten. Gut, okay. Auf der Höhe ungefähr runter. Jawohl. Sieht aus wie ein Buch. Ich fasse es besser nicht an. Was? Fass es an. Bist du doof? Oh, fuck. Oh, komm. Nee, gut, dann geht nur der Weg. Oh, ist der dämlich. Jetzt habe ich den Auftrag nicht. Und dementsprechend macht er das dann nicht. Ach, das ist doch nicht wahr. So ein Scheiß. Ja, und bis dorthin kommen genügend von den Scheißbienen da raus. Ich krieg die Krise. So, gib mir den Auftrag. Ja, Dialog überspringen. So, habe ich jetzt. Buch der Weisheit. So, hoch.
sind da Fliegen ja ohne Ende schon. Na egal, egal eigentlich. Ich kann mich immer weiter festhalten, habe ich ja gerade gemerkt. Einfach festhalten und jetzt runter ungefähr. Oh! Bisschen später. Speicher doch mal irgendwas ab, Mann. Oh, fuck. Oh, nee. Oh, runter, schnell runter, bevor da noch mehr Fliegen kommen. Oh, das ist ja mega nervig. So, gut, alles klar. Jo, es gibt sicherlich schon eine bessere Variante. Halt die Nummer-Sicher-Variante, die ich da eben auch umgesetzt habe. Nur, jo, ist ja mega nervig. So, komm. Und jetzt vielleicht, jetzt war das nochmal zu früh? Nee, Gott sei Dank. Buch der Weisheit. So, und jetzt kann ich mich zu meinem Aufgabengeber doch zurück teleportieren. So, machen wir das. Rolle der Rückkehr benutzen. Ui. Wunderschön. Alter Mann, ich habe es geschafft. Hier, du kannst das Buch haben. Ach so, stimmt. Ich hätte mir es können mal angucken, wie das überhaupt ist. Aber erst möchte ich meine Belohnung. Ah, das ist großartig. Wie versprochen. Alle meine Münzen. Nun muss ich gehen. Danke noch einmal. War wahrscheinlich Schwachsinn, oder? Hätte ich das Buch sollen selbst nutzen? Wahrscheinlich. Gott, bin ich dämlich. Oh, nee. Jetzt weiß ich nicht. Jetzt habe ich dem da für 100 Münzen da das brutalste Buch ever gegeben. Hm. Ja, vielleicht konnte ich es auch nicht nutzen. Nennen wir es einfach mal so, ich konnte es nicht nutzen. Scheiße, eh. So, egal. Ja, und dann würde ich sagen, teleportiere ich mich mal zurück und suche mal den Eingang. So, bla bla. Gespeichert. So, und müsste ich eigentlich hier erkennen. Hier oben rechts. Hä, ist da noch ein Raum, den ich noch gar nicht erkundet habe? War das der Raum zur Bibliothek? Ja, genau, beim Händler hier ging es doch zur Bibliothek, bin ich mir recht sicher. Es war doch so ein Bibliothekarshändler-Dingens. Ah, stimmt, ich könnte mich eigentlich zu dem Porten. Egal, ich komme hier direkt hin, sehe ich gerade. Ich erinnere mich schon gar nicht mehr gut hieran. Genau, Zorans Dingens. Ach, die Typen hier, nerv nicht rum. Ach, die können ja gar nichts. Sehr geil. So soll es sein. Nein. So, sehr schön, Satyr-Innereien. Gab es hier irgendwas anderes noch zu kaufen? Könnte ich mal gerade beim Händler gucken, ob der noch irgendwas Sinnvolles hat. War das hier wirklich Bibliothek? Bin ich mir auch unsicher. Ich glaube es nämlich gerade nicht. Ich gucke mal sicher jetzt halber. Aber viel anderes war ja hier nicht mehr. Labor noch. Das ist Bibliothek. Wunderschön. So, gut. Da gehen wir da gleich rein. Gucken wir uns nochmal beim Händler hier kurz um. Jo, da war es ja eigentlich noch ganz erfolgreich. Kaufen. Diverse Gegenstände. Rolle. Kerze. Genau, die Kerze da habe ich gekauft. Wunderschön. Ja, die benutzt er immer noch, habe ich gerade mal geguckt. Juwel, Funke des Lebens. Wiederbelebt ein totes Haustier. Schau im Inventar. Jo, vielleicht sollte ich mal die Dinger jetzt wirklich mal kaufen. Ich kaufe mal zwei, drei. Drei Stück, gut, alles klar. So, Waffen. Hat er irgendeinen Schwachsinn? Langbogenpfeil. Was? Langbogenpfeil. Ah, okay, das sind auch nochmal spezielle Pfeile. Die kosten auch ein bisschen mehr. Okay. So, verkaufen wir mal ein bisschen was. Sortieren wir neu. Was haben wir hier? So, irgendwas. Kreatur tötet, bla. Kann weg. So, was haben wir hier? Streitkolben kann auch weg. Das Ding kann auch weg. Stab der Verwandlung, weiß ich halt nicht. Frostbolzen. Werde ich das mal. Komm, ich benutze keine Zauberstäbe. Komm, weg damit. Wahrscheinlich war das Ding super viel wert. Ja, also war super wertvoll und ich habe jetzt Schwachsinn gemacht. Wahrscheinlich. So wird es wahrscheinlich laufen, wie immer. So, egal, ne, ich gehe jetzt den Weg. Ich glaube, ich habe zwar einmal Zauberstäbe geskillt, oder so, irgendwie war es doch. Zauberstäbe, ja, auf 2. Ja, gut, okay, das lasse ich jetzt mal so. Was soll ich da machen? So, gehen wir mal so weiter. Ich glaube, das passt doch. Bögen haben wir genügend dabei, also Schüsse, Pfeil und Bogen. Können wir eigentlich mal gerade auswählen. So, geheilt sind wir auch. Oh, hey, Zera, ich bin etwas besorgt, weißt du? Deine Sorgen sind mir gleichgültig. Komm schon, Alter. Frag mich, warum. Das werde ich nicht tun. Okay, ich sage es dir dennoch. Weißt du, ich habe über diese Halluzination nachgedacht. Sie passt nicht richtig. Ich bin nicht sicher, ob sie dauert, aber sie dauert schon zu lange. Weißt du was, Alter? Vielleicht sollte ich über andere Möglichkeiten nachdenken. Was denkst du? Du bist immer noch davon überzeugt, dass all das nicht real ist. Sicher, und ich kann es beweisen. Wie? Einfach, hier passieren unmögliche Dinge. Unmögliche Dinge? Welche denn? Ich kann aus großen Höhen fallen, ohne mich zu verletzen. Hanakon hat die Burg verzaubert, um das zu verhindern.
Auch spricht jeder meine Sprache. Hanakon hat die Burg verzaubert, sodass alle Kreaturen kommunizieren können, ganz gleich, ob sie verschiedene Sprachen sprechen, mit Ausnahme der schwarzen Sprache. Sicher, wie ein Universalübersetzer. Ja, super, super geiler Hinweis. Nein, oh Depp, du hast so viele Schüsse, ne? Und dann bolst du so dämlich da raus. Das ist natürlich clever. So, was geht hier ab? Komm, sag's mal. Oh, Fledermäuse, sehr cool. Na komm. Das ist immer cool. Das sind nette Gegner mal wieder. Haben wir schon lange nicht mehr gehabt. So, komm. Ich brauche Fledermausflügel, dass ich ein bisschen Heilung und so bekomme. Ja, ich sehe sie zwar nicht, die Fledermäuse, aber so. Ich mag sie. Was ist dann? Wo ist denn das Ding? Oh, ich sehe es nicht. Keine Ahnung. Moment mal. Das ist kein... Oh, nee. Ist das wieder die Geschichte? Warte, sortieren. Hä? Wo sind die Scheißdinger? Oh, ich sehe es nicht. Bin ich gerade doof? Auge der Krähe. Nee. Jetzt starb ich hier, oder was? Oh, ich krieg die Krise. Oh, komm. Nein. So, Heilung. Und dann muss ich die Dinger finden, oder was? Ich sehe es aber nicht. Bin ich gerade dämlich? Oh, der hat die doch immer so schön sortiert eigentlich. Ach, da unten. Oh, Vampir-Blutsauger. Ah, zum Kotzen. So, das war's jetzt. Ja, klasse. Ah, so. Ich denke, die Dinger sehen wir gleich wieder. Jo, ich werde dich jetzt aufmachen wieder an die Stelle und dann machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter, denn die letzte Aufnahme für den heutigen Part, ich freue mich tierisch drauf. Vampir-Blutsauger sind echt voll nervig. Die hier sind angenehmer. Wo ich dann einfach mal irgendwann wieder kleine Heiltränke herstellen kann und der ganze Kram. Finde ich dann doch ein bisschen netter eigentlich. Jo, nee, und da würde ich sagen, machen wir im nächsten Part an der Stelle weiter. Ich freue mich drauf und sage bis dann, habt einen schönen Tag, haut rein. Ciao.